so wenig welche haben. Ne. Oder das war eine gute Quest. Das sind zwei Kristallwächter direkt nebeneinander. Eldarit und Rero. Bitte muss ich hin. Hallo? Buggy. Den gibt's gar nicht. Da wurde mal gesagt, dass unten ein Weihnachtsbaum sein soll. Unter. Der ist wahrscheinlich weg, oder? Ah, da ist er. Warte, sie sticht mich ins Gesicht. Ich hack sie ab. Auf Leberwurst das. Aus den Powers 3. Wo steht da? Da waren die Filme noch lustig. Okay, die deutschen Filme zum Beispiel, Ranschid rettet die Welt, das ist zum Beispiel gut. Aber die amerikanischen, die sind einfach nicht mehr lustig. Schade. Oder kennt ihr irgendwelchen lustigen Film, den ihr mir empfehlen könnt? Würde mich sehr freuen. Aber es sollte relativ neu und ja, schon bekannt sein, aber halt neu sein. Schauen wir wieder gerne Filme, wenn ich hochlade. Ich schaue immer hier, ob es noch ein paar
Schleichter. Heute Morgen ist einer ohne Pferd bei mir angekommen, wo ich gelevelt habe hier unten. Und dann sah er ein Gestein. Ich war auf dem Pferd, ging zum Stein und wurde vom Pferd Stein. Ne, war ja nicht auf dem Pferd. Und es ging natürlich, bis ich den Stein auf dem... Dann nimmt er ihn plötzlich weg und freut sich wie ein kleines Kitty. Der ist Level 60 oder so, also er war unmöglich und... freut sich so über einen Magnet. Oder sogar nicht den Magnet. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Zähne gewesen ist. Und vor allem, er nimmt mir den Stein einfach weg, obwohl ich drauf gewesen bin. Oje, oje. So, ja, bilosen Gauner. Jetzt werde ich depressiv. Ich hoffe, der wird auf Lebenszeit depressiv sein und ich nie mehr Rhythmus spielen kann. So kann man einfach die meisten Spieler nerven. Sagen, sie seien depressiv. Und das stimmt eigentlich auch. Sonst normale Menschen würden etwas sagen, also zumindest sich rechtfertigen, wenn man irgendwas sagt. Aber das merkt man sofort bei den Depressiven, die regen sich sofort auf. Und natürlich ist Gaming die beste Zufluchtsstätte für Depressive, weil Gaming macht natürlich auch am meisten Spaß, aber damit auch andere auf den Zeiger gehen und die ganze Zeit schreiben, ja, das Game macht keinen Spaß und ich muss immer alles klauen, damit ich ein bisschen Erfolg habe und solchen Sachen. Das geht gar nichts, das ist unser größtes Niveau und die mache ich fertig. Das ist dann wirklich hart, wenn sie sich dann schlimm äußern. Und wer weiß, wie depressiv so ist, der weiß, dass das denen extrem schadet. Weil natürlich wird man auch so auch sehr empfindlich. Also, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, guck schon. Bin ich doch ein bisschen recht. Der Olumor. Nein, man kann sich wirklich nur gegen die Depressivheit schützen, indem man sich wieder Lebensfreude erarbeitet. Es bringt wirklich nichts, Antidepressiva zu nehmen oder solche Sachen. Die schaden den Körper extremst. Und das merkt man am Anfang nicht, aber man wird extrem empfindlich. Also, man ist ja eben schon als depressiv sehr empfindlich. Aber da müssen natürlich noch diese Tabletten es noch schlimmer machen, alles Mögliche. Oh, ich habe einmal Antidepressiva genommen und hat es nie mehr gemacht. Mir wurde das zwanghaft aufgesetzt. Ich musste es nehmen, sonst durfte ich nicht das Haus verlassen. Und so sind diese Psychiater machtgierig, geldgierig, alles Mögliche, damit sie anderen das Depressiva verschreiben so können. Und das lassen sie nicht mehr los. Man muss sogar vor Gericht gehen, damit man wieder unabhängig von den Tabletten ist. Ja, zum Glück werden die nicht als Drogen benutzt, sonst wäre das wirklich... Es gibt die größte Corruption auf dieser Welt. Ich mag einfach diese Rüstung. Sieht so geil aus. So richtig japanisch. Ich verstehe es irgendwie nicht. Es ist ein argentinisches Spiel, das in Europa spielt, also Europa ähnlich. Und es hat japanische Rüstung dabei. Und sehr viele. Ja, vielleicht sind sie ein bisschen Fan, natürlich. Ich habe ja nichts dagegen, aber es ist schon lustig.
Geist quetschen, ja, für viel zu lange, ich muss immer etwas dazwischen quetschen, wir Magnet sammeln. Ja, hast du dich bequem gemacht. Sich bequem so in der Luft zu hängen. Ja, wieso bleibst du denn da? Verstehe ich nicht. Das müssen wir im Wald des Heiligen Windes machen. Ja, natürlich. Oh mein Gott, jetzt kommt schon die nächste Quest. Von sowas von lange. Aber da müssen wir durch. Es gibt ja so viele Quests, die man nicht erledigen kann. Ich verstehe das. Das Prinzip eines Online-Rollenspiels ist nicht, sich zwanghaft andere Spiele zu brauchen, um dann Quests zu machen. So, MMORPG ist dafür da, damit man mit anderen Spaß hat und sie nicht ausnutzt. Herausforderungen, zu wenig zu tun, alles mögliche. Das macht den Menschen extrem Schwierigkeiten. Da sind auch die meisten Leute nur noch Gamer oder machen irgendwie sonst Glücksspiel oder so. Und arbeiten gar nicht mehr voll. Ich kenne so mehrere Arbeiten, zum Beispiel Informant oder so. Sehr wichtiger Beruf eigentlich, aber dort arbeitet niemand mehr 100%. Ist ja so ein schwerer Beruf, da ist man einfach immer überwältigt, dass auf dem Tisch, auf dem Stuhl sitzen, am Tisch, am Schreibtisch, das ist wahnsinnig extrem, was von ja, man bekommt Schnaufen, der Puls steigt auf 190. Man ist überlastet. In den USA, zum Beispiel Google-Konzern oder so, da hat es alles, was das Herz begehrt. Aber das Schlechte dabei ist, es arbeitet dort niemand mehr. Das sieht man an YouTube. Sieht man an YouTube, wie sich diese Leute Fails erarbeiten. Nein, nicht erarbeiten. Ja, leider ist es so. Aber man kann noch viel Schlechtes sagen. Lassen wir das lieber. Ich will mal Positives reden, aber es gibt so wenig Positives. Mal etwas Positives. Ja, ich bekomme bald das Internet. Das neue Internet. Vorläufig 300.000, genau, K, Megabyte pro Sekunde und Gigabyte pro Sekunde, was jetzt? Nein, Megabyte, 300.000 Megabyte und später dann 1 Gigabyte, also 1.100, nein, 1 Ter, ich verstehe das jetzt nicht, einfach 1 Million Megabyte pro Sekunde.